Meine Damen, dann nehmen Sie bitte Platz. Seid so lieb. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Heiße Sie willkommen zum Donnerstag der Plenarsitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Sind noch Punkte offen? 14, 16, 17, 19, 21, 23 bis 26, 28, 45 bis 49, 53 und 55 bis 59. Wir tagen heute bis 18 Uhr. Mittagspause eine Stunde. Mittagspause eine Stunde. Wir fangen an mit der aktuellen Stunde und so weiter und so fort. Nach dem Tagesordnungspunkt 47 werden die Tagesordnungspunkte 57 und 59, das ist Opel, zwei dringliche Anträge zum Thema ohne Aussprache aufgerufen, sofort abgestimmt. Dann geht es nach den aktuellen Stunden mit 23 weiter. Es fehlt heute entschuldigt bis 16.45 Uhr der Staatsminister Dr. Thomas Schäfer. Wir haben heute auch Geburtstage im Haus. Zunächst möchte ich unserer Kollegin Karin Wolf ganz herzlich gratulieren, ihr alles Gute wünschen. Heinz, da lässt du uns nicht dran. Nein. Leider verloren. Ja, da muss er das andere auch machen. Nee, das macht er selber. So, dann haben wir noch einen runden Geburtstag. Unser Kollege Willi van Ooyen kann heute seinen 70. Geburtstag feiern. Herzlichen Glückwunsch, lieber Willi. Alles Gute. Das habe ich mir gedacht, dass jetzt so eine Reaktion kommt. Aber ich hatte vorher abgestimmt, auch mit dem Ministerpräsident. Alles in Ordnung, Willi. Glück auf. So. Ist doch schön, wenn wir Geburtstage haben in der Plenarsitzung. Dass die Geburtstagskinder wegen mir kommen, das ist eine schöne Sache. So, das wären die amtlichen Geschichten und so weiter und so fort. Gibt es noch etwas zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall.